Verflixt und zugenäht. Weiß der Geier. Quatsch mit Soße. Unterstützte Kommunikation hilft Menschen, die nicht sprechen können oder vielleicht sehr undeutlich sprechen können, egal ob jung oder alt. Also das hat keine Altersgrenze. Es können schon kleine Kinder sein, die vielleicht die Sprache noch nicht ganz entwickelt haben, oder aber ältere Menschen bis hin zu Menschen im Rentenalter, die vielleicht aufgrund einer Sprachbeeinträchtigung nicht ausreichend sprechen können. Und wir haben dann sehr viele Methoden, sehr unterschiedliche Methoden. Das können sprechende Tasten sein, das können Symbole sein, Gebärden oder eben komplexe Sprachcomputer, sogenannte Talker. Oder aber bei Personen, die noch so am Anfang der Kommunikation sind, die noch nicht auf ihr Gegenüber zugehen, arbeiten wir zum Beispiel, das ist jetzt nur eine kleine Sache, mit adaptiertem Spielzeug. Also es geht darum, dass Menschen eine Taste drücken und dann ein Ursache-Wirkungsprinzip erlernen, dass sie verstehen, ich kann etwas bewirken und auch das soll Spaß machen. Und das sieht man hier mit unserem tanzenden Bär. Ich kann das drücken und dann tanzt er mir auch so ein kleines Ständchen mit besonders viel Luftgewackel. Ja, wir wählen die Kommunikationshilfe individuell für die Person. Also vorher lernen wir die Person umfangreich kennen, wir machen eine Diagnostik und schauen genau, was sind eigentlich die Themen, über die die Person sprechen möchte. Welche Methode ist die richtige? Ist die Person in der Lage, zum Beispiel motorisch die Gebärden auszuführen? Oder ist der Wortschatz so groß, dass wir einen komplexen Talker brauchen? Die meisten Software sind ähnlich aufgebaut. Wir haben immer ein Vokabular, wir haben immer eine Home-Seite und ein Nachrichtenfenster. Haben wir hier meinetwegen den Hund. Hund. Man hat jetzt schon gesehen, wenn ich also in die Kategorie gehe und dann ein Symbol drücke, dann spricht er das eben auch laut. Hamster. Ich kann Felder selbst einstellen und hinterlegen und hier sind die jetzt mit Symbol hinterlegt. Ich kann sie auch mit Fotos hinterlegen und kann natürlich, wenn mir was Witziges passiert ist, auch ein Foto davon machen. Da muss ich natürlich schnell sein, in der Situation auch ein Foto machen. Ich kann aber auch Witze einspeichern, wie hier zum Beispiel. Zwei Schnecken unterhalten sich. Sagt die erste Schnecke, meine Frau hat mich letzten Sommer verlassen. Sie ist einfach zusammen mit den Kindern weggegangen. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Die zweite Schnecke zuckt mit den Schultern. Nö, was denn? Die erste Schnecke zeigt auf die Straße. Ich kann sie immer noch an der Kurve sehen. Ja, Humor und Spaß ist eigentlich total grundlegend, weil gerade wenn Menschen einen komplexen Sprachcomputer nutzen, dann ist das wie eine Fremdsprache. Wir müssen erstmal lernen, mit dem Gerät zu sprechen. Wir müssen lernen, das zu programmieren, die entsprechenden Symbole zu finden. Wir müssen auch die Symbole verstehen, die sind häufig auch sehr komplex. Es ist fast wie eine eigene Sprache. Und dann ist umso wichtiger, dass wir Spaß an der Sache haben, dass wir gemeinsam Witze darüber machen und auch darüber lachen können, wenn wir etwas noch nicht finden. Und deswegen ist Humor eigentlich eine ganz wichtige Sache. Wir sprechen auch von dem Thema Modeling. Modeling ist wichtig für Kinder, für ältere Menschen. Das ist eigentlich ganz egal, dass wir Vorbild sind, dass wir selber auch dieses Gerät nutzen. Und die Person sich das dann abschauen kann und lernen kann, da sprechen auch noch andere Menschen mit so einem Gerät. Und das ist ganz normal und das ist nicht unbekannt. Und deswegen setzen wir es erstmal selber ein. Und umso besser, wenn wir dann noch einen Witz einspeichern. Und dann haben wir nämlich tolle Reaktionen. Dann sind da Menschen, die lachen, die kommen auf mich zu, die reagieren. Die möchten mehr wissen, dass ich mit dem Gerät spreche. Und dann kriegt man Lust, das weiter zu benutzen. Und dann traut man sich irgendwann auch zum nächsten Supermarkt zu gehen oder zum Bäcker und sich ein Brötchen zu bestellen. Das war klasse. Das war klasse.